Moin, es ist soweit. PC Games Hardware stellt die Benchmarks des Jahres 2020 um und die müssen dann gute 12 Monate halten. Den Anfang machen die Grafikkarten und wir haben jetzt wirklich die letzten Monate damit verbracht, die Benchmarks umzustellen, die Safe Games einzutöten und die ganzen Sachen auch zu messen. Und wir zeigen euch jetzt, wie ihr unsere 20 GPU-Szenen nachstellen könnt. Und das neue Testsystem zeige ich euch auch mal. Als Unterbau, und das ist wirklich ein Novum bei uns, haben wir uns dazu entschieden, endlich mal ein Ryzen 3000 zu nehmen. Das hat einen simplen Grund, die Ryzen 3000 Prozessoren mitsamt ihrer IO-Hubs, also X570 und B550, erlauben als einzige am Markt aktuell PCI Express 4.0. Und da wir davon ausgehen, dass die kommenden GPUs von AMD und Nvidia beide auf PCI Express 4.0 basieren werden, dachten wir uns so, wenn wir jetzt die Benchmarks umstellen, können wir jetzt nicht schon wieder auf eine veraltete Infrastruktur setzen. Deswegen bis ins Jahr 2021 sollen die Benchmarks aktuell bleiben. Also machen wir jetzt Nägel mit Köpfen und setzen auf Ryzen 3000 und zwar in Form des 3900X. Und auch hier nicht irgendein 3900X, sondern auch da haben wir wirklich das Beste vom Besten genommen. Wir haben nämlich einen Selektionsartikel gemacht. Wir hatten 4 CPUs da. Die Beste ist jetzt in dem primären GPU-Testsystem und läuft mit 4,5 GHz auf allen 12 Kernen und 24 Threads. Dafür ist recht viel Spannung nötig gegenüber 4,4 GHz. Aber hey, wir wollten die letzten paar Prozentchen haben, einfach damit wir möglichst schnell GPU-Unterbau haben und möglichst selten ein CPU-Limit. Die CPU allein ist natürlich nicht so maßgeblich, sondern wir haben auch uns überlegt, wie kriegen wir die Kiste möglichst schnell. Und das schaffen wir nur durch Speicher auf sie. Das ist ja bei Intel genauso. Die sind ab Werk schön schnell, aber durch Speicher kann man nochmal deutlich mehr rausholen als durch reines Kern-Overclocking. Und in dem Fall haben wir uns bei Corsair umgeguckt und haben dann da ein möglichst potentes 2x16 GB-Kit mit Samsung BDIs geordert und haben dann da wirklich 2-3 Wochen nur Subtimings optimiert. Und das Ergebnis seht ihr hier. Das ist ein ziemlich überdurchschnittliches Ergebnis, würde ich sagen. Also das ist wirklich rasant. 3800 MHz Speichertakt effektiv mit einem Infinity Fabric Clock hier von 1900, was genau die Hälfte ist. Also Command Rate 1 und der ganze Kram. Das ist wirklich top-notch und schneller geht es aktuell nicht. Wir haben auch versucht, mal im Referenztakt noch ein bisschen hochzugehen. Der ist leider sehr störrisch, deswegen sind wir nur bei 100,1 gelandet. Aber hey, das ist mehr als 100. Und wir sind am Ende dann, wie gesagt, bei 4505 MHz Kerntakt und knapp über 1100 Speicher, also 3800. Und jo, wir haben gemessen dann am Ende, also haben das behandelt, es wäre eine eigenständige CPU, ca. 20% mehr Leistung als ein Standard 3900 in Spielen. Also auch deutlich schneller als ein 3900 XT und definitiv der schnellste Ryzen-Unterbau, der hier in der Gegend rumsteht. Kann man mitarbeiten. So, hier steckt schon mal eine ebenfalls PCI Express 4.0-fähige Grafikkarte drin, nämlich eine Radeon 5700 XT und zwar in dem Fall ja, im schnuckligen Referenzdesign. Da ist der Takt nicht so hoch, allerdings dachte ich mir so, wir ziehen jetzt mal die Baseline, da könnt ihr dann dran ansetzen mit den Benchmarks und ich zeige jetzt mal, wie das geht. Kommen wir nun zum kleinen Problem. Wir haben 20 Spiele. Davon sind einige leider mit Online-Komponente und Account-Bindung und so einem Kram. Deswegen können wir da nicht die entsprechenden Benchmark-Spielstände bereitstellen. Ist ein bisschen doof für euch und für uns. Deswegen machen wir das so. Wir haben zu diesem Video einen Artikel online, Benchmark-FAQ und Benchmark-Ergebnis. Also es sind sogar 2 Artikel. Und dort findet ihr dann auch den Download der Spiele, Safe Games, wo das geht. Also da könnt ihr die Safe Games nehmen, bei euch auf den Rechner packen. Und da gibt es auch eine Anleitung dazu, wie das geht. Mit Fahrtangabe und allem. Genau, hier geht es nur darum, wie bench ich. Und das zeige ich jetzt. PCGH bench standardmäßig mit 20 Sekunden Messdauer. Einfach weil das ein guter Kompromiss ist aus, was misst man, also wie viele Sachen kriegt man in das Messfenster rein und wie gut lässt sich das reproduzieren. Hat sich über die Jahre einfach bewährt. Deswegen 20 Sekunden, das könnt ihr euch merken, das ist der Standardwert. Welches Tool ihr zum Messen nehmt, das überlassen wir euch. Wir empfehlen allerdings mittlerweile dazu, das Tool CapFrameX zu nehmen. Das kommt aus von fleißigen Leuten aus der PCGH-X-Community und deswegen ist es doppelt gut. In dem Fall ist es so, wir stellen unter Capture die Capture Time auf 20, also 20 Sekunden. Und welche Bench-Taste ihr nehmt, also die Taste, um die Messung zu starten, das bleibt euch überlassen. Wir empfehlen allerdings diese lustige Kleiner-Größer-Taste, die links von Y ist. Die nennt sich hier OEM Backslash. Und das ist einfach eine Sache, die gut erreichbar ist mit dem kleinen Finger, während man hier mit WASD navigiert. Deswegen unsere Empfehlung. Ja, ihr könnt aber auch stattdessen zum Beispiel OCAT nehmen oder bei DX11 spielen bei älteren oder DX9 sogar Fraps, aber das ist nicht mehr empfehlenswert, einfach weil das nicht mehr so kompatibel ist. Wenn ihr mit Tools wie CapFrameX oder OCAT messt, macht bitte die Overlays aus und macht bitte auch die Overlays von Origin und Steam aus, weil diese Dinge immer wieder dafür
in die Schlagzeilen geraten, mit spieleigenen Dingen zu kollidieren und die Frame-Times und ja, die FPS zu senken. Deswegen bitte alle Overlays ausmachen, auch wenn man da coole Sachen sehen kann, wie die aktuellen Frames per Second und so. Wenn ihr Benchmarks macht, ist es einfach weniger fehleranfällig, wenn ihr ohne Overlay messt. In dem Fall seht ihr gerade unsere Einstellung, also wir messen so, die Grafikkarten zumindest, einfach um da möglichst die Fehler auszuschließen. Natürlich könnt ihr das Overlay auch anmachen und sagen, hey, mir egal. Und in den meisten Fällen ist das sicher auch kein Problem. Aber hier unsere Empfehlung. Wenn ihr hier den Overlay-Toggle auf links stellt, dann seht ihr hier unten im Tool Overlay on, off, Blödsinn, natürlich, off. Und das Einzige, was an ist, ist hier der Capture Service, das heißt die nötige Runtime, die im Hintergrund ist, einfach um das Zeug, also die FPS, zu protokollieren. So, das war's schon. Dann könnt ihr schon das erste Spiel starten. Und ich würde es mal sagen, wir machen es jetzt auch. Und es folgen die 20 PCGA-Grafikkarten-Benchmarks.
We'll be right back.
Was eine Geburt. Also wer das ganze Abenteuer nachstellen möchte, eine Grafikkarte dauert circa 4,5 Stunden. Wenn ihr alles mit Aufwärmen, Taktprotokollen und so weiter am Stück durchzieht und nichts anderes macht, ja, also müsst ihr natürlich nicht, weil das beinhaltet bei uns ja immer 4 Auflösungen mit langer Aufheizphase und so. Also wer einfach nur seine Auflösung daheim nachstellen möchte, der kommt da wahrscheinlich, wenn er alle 20 Tests macht, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, ja, in einer Stunde durch oder so. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Weil, wenn ihr Fragen habt, guckt in die Anleitung. Das haben wir unten alles verlinkt. Und auch bei uns im Forum findet ihr Hilfe, wenn es Fragen gibt. Ja. In diesem Sinne, viel Spaß beim Benchen und beim Mitmachen vor allem. Bis zum nächsten Mal. Ciao.